Willkommen zu Kapitel Nummer 2. Bezahlbarer Wohnraum. Was wir lernen können von Paris, Seoul, Hongkong und der Tiny House Bewegung. Oder warum wir keine Angst vor kleinen Wohnungen haben müssen. Mein Name ist Wanbole Menzel. Wenn Sie den ersten Kapitel verpasst haben, schauen Sie sich den gerne an. Wir haben hier diese Azubine, ne, die macht so ungefähr ein Viertel aller Bevölkerungsgruppen aus. In Deutschland braucht ein Ein-Personen-Haushalt, hat 335 Euro an Geld, an Euro zur Verfügung, um monatlich eine Miete zu zahlen. Wie groß darf Ihre Wohnung sein? Nun, jetzt müssen wir einfach nur 335 durch 19,72 Euro teilen. Wie wir auf diese Zahl gekommen sind, erfahren Sie im Video 1. Und dann ergibt sich die Quadratmeterzahl. Also eine 17 Quadratmeter Einzimmerwohnung wäre für die Azubine, wir nennen sie MJ, bezahlbar. Jetzt ist die Frage, ist denn das überhaupt erlaubt? Ist das überhaupt legal? Schauen wir mal rein in das Wohnungsaufsichtsgesetz, in diesem Beispiel für Berlin. Und da steht 9 Quadratmeter. Ja, 9 Quadratmeter Wohnungen sind total legal. Also wenn es 2 Personen wären, zum Beispiel Mutter mit Kind, dann wären es 9 plus 6 Quadratmeter. Also 15 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnungen wären völlig genehmigungsfähig. In Deutschland, laut Wohnungsaufsichtsgesetz. Im Vergleich, San Francisco zum Beispiel hat so knapp 20 Quadratmeter als Minimum per Gesetz deklariert. Also wir sind ziemlich progressiv. Aber wie sehen diese Wohnungen aus? Also wie können Wohnungen schön und gut sein, wenn sie nur zwischen 9 und 17 Quadratmeter groß sind? Da können wir uns ja gerne mal Tiny Häuser anschauen. Was können wir von ihnen lernen? 3 Dinge können wir von ihnen lernen. Erstens, macht die Räume höher. In den Tiny Häusern kann man bis zu 3,30 Meter lichte Höhe realisieren. Ne? Also höher als 4 Meter darf so ein Tiny House auf Rädern nicht sein, weil man sonst nicht unter die Brücken kommt. Und wenn man 3,30 Meter hohe Decken hat, was ja sehr viel höher ist als der normale Neubau-Wohnungsgeschoss in Europa, dann kann man nämlich oberhalb des Badezimmers, ne, darüber ein Loft, also einen Schlafplatz, eine Hochebene noch unterbringen und auf diese Art und Weise auf wenig Quadratmeter viele Funktionen unterbekommen. Nummer 2, macht die Räume schmaler. Man kann in Tiny Häusern nur 2,30 Meter lichte Breite realisieren, weil wir nicht breiter sein dürfen in den Außenabmessungen eines Tiny Houses von 2,55 Meter. Das sagt die Straßenverkehrsordnung. Und damit sind viele Tiny House-Architektinnen und Architekten kreativ geworden. Und man sieht, es geht auch. Also man kann auch gute Räume machen, die nur 2,30 Meter oder weniger schmal sind. Macht die Räume schmaler. Nummer 3, in den Tiny Häusern gibt es oftmals nur einen Raum. Ja, und das ist dann ein Raum für alles. Also da gibt es die Küche drin, Schlafplatz, Arbeitsbereich und so weiter. Und das ist jetzt hier kein Tiny House, sondern das ist meine Küche, also von unserer Familie. Wir sind zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und da haben wir ja so ein Loft eingebaut und das ist im Grunde genommen mein Man Cave. Ja, das ist der Ort, wo ich mich zurückziehe und heute Abend mich auch wahrscheinlich hinlegen werde, um abends noch einen schönen Netflix-Film zu gucken. Macht die Küche zum Wohnraum. Also viele Architekturbüros oder viele Hausverwaltungen können sich nicht vorstellen, dass in einer Küche noch mehr passiert als Kochen und Essen. Also warum nicht auch schlafen? Ja, auch das ist möglich. Das ist in Tiny Häusern völlig normal, nichts Exotisches. Wie sehen aber Wohnungen jetzt aus im Geschossbau? Also Sie könnten ja jetzt berechtigterweise sagen, Tiny Häuser sind jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, weil da gelten ja jetzt nicht die Vorschriften, die wir auch im Geschossbau haben. Gucken wir uns doch mal an, wie 9 bis 17 Quadratmeter große Wohnungen aussehen im Geschossbau. Und fangen mal an mit New York. Ein Brownstone Apartment in New York City, 17 Quadratmeter groß. Ein exemplarisches Beispiel, denn davon gibt es ganz, ganz viele. Und die sehen ungefähr so aus. Ja. Haben 2 Fenster, Brownstone House heißt es, so eine Ziegelstein, so Arbeiterhaus oder ja, Familienhaus. Und dann gibt es nur so kleine Tische natürlich, weil für den Großen ist kein Platz, an dem man dann arbeiten und essen kann. Und dann gibt es relativ gut ausgestattete Küche mit Backofen und ein eigenes Bad. Könnte hier unsere Azubine MJ glücklich werden, wenn sie bezahlbar wäre? Ich denke schon. 13 Quadratmeter in London,
entwickelt von Studio Mama, ein Designbüro, was tolle Arbeit macht. Hier ist mit ganz viel Einbauten gearbeitet worden und mit Möbeln, die halt multifunktional sind, wie zum Beispiel dieses Murphy-Bett. Auf der einen Seite verspiegelt und nachts kommt diese Spiegelfläche runter, ne, und dann ist es halt ein Bett, ein Doppelbett sogar. Also man kann da relativ gut zu zweit auch drin schlafen. Und wenn man auf die andere Seite schaut, dann sieht es so aus. Es gibt keinen Platz für ein normales Zweisitzer-Sofa. Deswegen ist das hier in den Schrank mit integriert. Es gibt eine ganz kleine Küche und einen ganz kleinen Essplatz, ja, für zwei Personen am Fenster. Diese Wohnung hat nur ein einziges Fenster und hat auch keinen Flur. Man kommt direkt durch die Eingangstür rein und steht in der Wohnküche. Es gibt aber noch ein separates Bad. 11 Quadratmeter. In Hongkong. Man nennt diese Apartments nicht Mikro-Apartments, sondern Nano-Apartments oder Nano-Flat, weil die einfach so klein sind. 11 Quadratmeter. Wie sieht denn so eine möblierte 11 Quadratmeter Wohnung in Hongkong aus? Die sind sehr, sehr üblich in Hongkong. Da gibt es dann einfach so ein Single-Bed, ne, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, ein eigenes Bad, relativ groß, sogar hier in diesem Fall mit einem eigenen Fenster, aber die meisten haben kein eigenes Fenster. Und eine Single-Küche. Ja. Und auch kein Flur, sondern man kommt direkt durch die Tür rein und steht in der Küche und hat das Bad fast auch vor der Haustür. Ja, also was heißt vor der Haustür? Vor der Nase. Ist jetzt so ein bisschen kühl eingerichtet, finde ich. Ja, aber ich meine, das geht auch in schön. Ne? Also es ist jetzt eine Frage des Designs. Und der Fernseher zum Beispiel hier muss der da so hässlich so auf halber Höhe über der Waschmaschine hängen, da kann man natürlich noch mehr rausholen. Ne? Aber vom Platz her, 11 Quadratmeter, sieht man, okay, man kriegt sogar eine Waschmaschine unter. Wobei ich nicht so sicher bin, ob die wirklich jeder Mensch braucht. In Hongkong offensichtlich schon. 10 Quadratmeter, Paris. Schauen wir uns doch mal die Chambre de Bonnes an. Das sind die Dachgeschosswohnungen für die Zimmermädchen, ja, die in Paris zuhauf gebaut wurden. Die werden jetzt umgebaut, ne, so ganz aufwendig, und werden als Einzimmer-Apartments für Studierende zur Verfügung gestellt oder auf Airbnb gesetzt. Und das ist zum Beispiel jetzt hier so von oben mal so eine von den vielen Chambre de Bonnes. Es gibt ein eigenes separates Bad und eine eigene kleine Küche und halt ein Fenster. So sieht das aus, ne, wenn man so auf die Küche guckt. Die Küche ist auch keine ausgestattete Küche, sondern letztendlich nur ja, eine Teeküche, kann man sagen. Man kann da die Hände waschen und Geschirr waschen und da muss man halt mit so einem Elektroherd, ja, mit so einer einflammigen Elektroherd kann man da sich dann so eine Pasta machen. Und es gibt so einen Sekretärarbeitsplatz und eine Schlafcouch. Ja, also ein Bett und eine Couch passt hier nicht rein, sondern auch hier wird mit multifunktionalen Möbeln gearbeitet. Neun Quadratmeter, es geht sozusagen noch kleiner. In Seoul gibt es die sogenannte Goshiwon-Wohnkultur. Und das ist jetzt kein Wucher. Also jetzt nicht so wie in Paris oder in London, wo man versucht, mit kleinem Wohnraum auch nochmal so richtig Geld zu scheffeln. Die Goshiwons wurden entwickelt für Studierende, die halt nicht im Campus leben wollen. Und die sehen so aus. Davon gibt es wirklich ganz viele. Und auch in vielen verschiedenen Varianten. Manche haben sogar kein Fenster und sind so mittendrin in so Hallen reingebaut. Das würde ich als jemand, der in Europa sozialisiert ist, nicht machen. Ich würde keine Wohnung entwerfen, die kein Fenster hat. Aber die meisten, die haben ein Fenster, ne? Und sind ganz, ganz minimalistisch eingerichtet, so wie in diesem Fall hier mit so einem Single-Bed, einem Arbeitsplatz. Kühlschrank ist ganz wichtig und viel Stauraum oben als Hängeschrank. Und was die dann machen, das finde ich ziemlich interessant, die kaufen sich, also die Leute, die Goshiwons einrichten, die bestellen sich einfach so eine Fertigdusche vom Baumarkt, ja, und stellen die da rein. Und in die Dusche, in die Nasszelle, ist dann einfach ein Klosett, ja, und noch ein Waschbecken einfach mit reingebaut. Also das ist wirklich alles super kompakt. Ja, aber wenn man gerne zum Beispiel beim Duschen Zähne putzt, ja, oder im Sitzen duscht, ist das durchaus bequem. Ne? Und man muss sich ja auch fragen, ne, möchte ich lieber da an dieser Stelle einen Quadratmeter mehr haben für mich und dafür dann eine Gemeinschaftsdusche aufsuchen, ne, wo man dann diese Probleme hat, die man so kennt. Ja, man ekelt sich, also viele ekeln sich vor Duschen, in denen fremde Menschen vorher waren.
Oder man hat ein eigenes Bad, aber dann halt so direkt vor der Nase das Klosett. Also das ist so eine Kulturfrage, ne? Also was ist einem wichtiger? Lieber autonom auf den Pott gehen oder lieber Gemeinschaftspott? Ja? Und für die Koreaner ist eine Gemeinschaftsdusche oder Gemeinschaftstoilette kulturell einfach nicht drin. Also das macht man da nicht. Man teilt sich nicht die Klobrille. Hier gibt es noch ein paar Fotos. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Ne? Die Zimmer sind teilweise so schmal, dass man das Bett einfach so unter den Schreibtisch noch weiterlaufen lässt. Aber warum eigentlich nicht, oder? Wenn hier unten genug Platz ist, dann kann man da die Füße durchstecken. Ich würde jetzt da nicht den Kopf reinstecken, aber Füße, denke ich, voll okay. Und mit Licht kann man natürlich auch ganz viel machen. Ne? Also ist eine Frage des Designs. Also klein, aus meiner Sicht, muss nicht unbedingt beengt wirken oder schlecht. Ja, also man kann sich das auch nett einrichten und mit Licht kann man sowieso eine Menge machen. Interessant ist, dass halt wirklich diese Duschkabine sehr, sehr wichtig ist offensichtlich für KoreanerInnen. Die muss, also jeder muss sein eigenes Duschbad, sein eigenes WC haben und auch der Kühlschrank darf nicht fehlen. Also es muss nicht unbedingt ein Backofen mit dabei sein, aber ein Kühlschrank, den braucht man doch auf jeden Fall. Viele werden sich jetzt fragen, machen denn so eine kleinen Wohnungen krank? Also eine 9 Quadratmeter Wohnung, das ist ja die kleinste legale Wohnung in Deutschland, 9 Quadratmeter. Kann man das machen? Würde sie krank machen? Und ich würde gerne diese Frage jetzt nicht richten, jetzt hier an den Stammtisch, ne, wo jede Person irgendwie so seine oder ihre individuelle Meinung hat, denn das kann man ja gut finden oder auch doof, sondern ich würde schon gerne irgendwie mal mit Profis darüber sprechen, und zwar mit Psychologinnen, also Leuten, die sich wirklich ganz intensiv mit Wohnen beschäftigen, zum Beispiel mit der Wohnpsychologin Barbara Perfall, die hat diese Bücher unter anderem geschrieben, Wohnpsychologie für die Praxis, glücklich zusammen wohnen, also auch wie man als Paar oder zu zweit in kleinen Wohnungen lebt, das hat sie untersucht. Und mit Barbara Perfall spreche ich in dem nächsten Video. Wie klein darf eine Wohnung sein? Wambole Menzel im Gespräch mit Dr. Barbara Perfall, Psychologin, in Video Nummer 3.